Willkommen zum Studio 47 Wochenupdate. Wir haben die Themen der Stadt in 5 Minuten. Das Duisburger Tierschutzzentrum steht vor großen Herausforderungen. Volle Zwinger und überfüllte Käfige prägen die aktuelle Situation. Trotz der prekären Lage werden weiterhin Tierfunde aufgenommen, doch das Heim platzt aus allen Nähten. Beim Sommerfest am Wochenende hofft man, durch Spenden und Vermittlungen etwas Entlastung zu schaffen. Volle Zwinger und Käfige im Tierschutzzentrum Duisburg. Viele Tiere suchen ein neues Zuhause. Die Situation im Tierheim ist schwierig, da der Platz knapp ist. Nicht nur Hunde und Katzen sind betroffen. Auch Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel warten auf eine Adoption. Das Tierheim kann nur noch Tierfunde aufnehmen. Abgaben sind derzeit nicht möglich. Die Hoffnung auf ein neues Tierheim bleibt bestehen, um die Tiere artgerecht zu halten. Spenden für Tierarztkosten sind dringend nötig. Ehrenamtliche Arbeit und Sachspenden, wie Kuchen für das Sommerfest, helfen ebenfalls. Also finanzielle Spenden brauchen wir immer. Man kann natürlich auch Futterspenden vorbeibringen, Decken vorbeibringen, Katzenspielzeug vorbeibringen. Wir können ehrenamtliche Hilfe brauchen wir halt dringend. In der Tierpflege am Wochenende sind wir halt immer unterbesetzt, da brauchen wir die ganz dringend. Und halt auch Spaziergänger kann man gerne bei uns werden. Wenige Tiere finden ein neues Zuhause, während der Zustrom hoch bleibt. Einige Tiere sind schon Jahre im Tierheim und Gründe dafür sind Auffälligkeiten, Krankheiten, Alter oder Größe, besonders bei Hunden. Je länger sie bleiben, desto schwieriger wird die Vermittlung, weshalb die Tierpfleger auf baldige Vermittlungen hoffen. In der Duisburger Innenstadt wurden in dieser Woche Unterschriften für eine Petition gesammelt, die sich gegen die strafrechtliche Verfolgung von Schwarzfahrern richtet. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft, DVG, kritisiert diese Forderung scharf und stellt klar, dass Fahren ohne Ticket eine ernstzunehmende Straftat ist. Laut DVG sei das Schwarzfahren mit Diebstahl vergleichbar, da eine erbrachte Leistung nicht bezahlt wird. In der Duisburger Innenstadt sammeln die Linken Unterschriften. Ihr Ziel: Schwarzfahren soll nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Diese Forderung stößt bei der DVG und dem VDV auf Kritik. Beide Organisationen halten an der Strafverfolgung fest. Sie sehen Schwarzfahren als eine ernste Straftat. Die Linken, unterstützt von Nadine Bender-Hu, fordern einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Ihrer Meinung nach wird so jeder Zugang zu Transportmitteln ermöglicht. Viele Menschen sind derzeit aufgrund fehlender Mittel von der sozialen Teilhabe ausgeschlossen. Die Entkriminalisierung des Schwarzfahrens sei ein erster Schritt zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Jeder Mensch, unabhängig von der Einkommensklasse, soll mobil sein können. Also wenn man sich mal anguckt, dass Leute nicht aus Spaß schwarz fahren, sondern meistens eben kein Geld fürs Ticket haben, ist ja schon ein bisschen absurd, dass man bestraft wird, wenn man arm ist und gegebenenfalls ins Gefängnis gehen muss. Und wenn ich eine Strafanzeige kriege, hat das meistens eine Geldstrafe zur Folge. Und wenn ich mir keine 3,30 zum Beispiel für ein Ticket in Duisburg leisten kann, dann auch habe ich kein Geld für hunderte Euro für eine Strafanzeige oder für einen Strafbefehl, der reinflattert. Und wenn ich den nicht bezahlen kann, komme ich in den Knast. So, und das kostet ja 115 Euro circa pro Tag, so ein Haftplatz. Das ist ja ein Minusgeschäft auf beiden Seiten, also für den Staat und natürlich in allererster Linie für den Betroffenen selber, der schwarz gefahren ist. Diese Woche legte die MS Wissenschaft wieder im Duisburger Innenhafen an und präsentiert eine vielfältige Ausstellung rund um das Thema Freiheit. Besucher haben die Möglichkeit, an geführten Touren teilzunehmen, bevor das Schiff seine Reise nach Österreich fortsetzt. Für die Realisierung dieses Projekts ist eine motivierte Crew unerlässlich, die nicht nur ihre Arbeitszeit an Bord verbringt. Die MS Wissenschaft liegt wieder im Duisburger Innenhafen. Besucher können eine bunte Ausstellung zum Thema Freiheit erleben. Um das Projekt zu realisieren, braucht es eine motivierte Crew. Dazu gehört auch der Student Fritjof Pölzing. Die Crew verbringt nicht nur ihre Arbeitszeit auf dem Schiff, sondern auch den Rest des Tages. Es ist ein sehr, sehr illustres Leben hier, sehr, sehr kurzweilig. Wir sind insgesamt zu 6 an Bord. Ich und noch meine 3 Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund zu sehen sind, betreuen die Ausstellung hier. Das heißt, wir schmeißen hier so ein bisschen den Laden, bieten, wie du es schon gesagt hast, Führungen an, stehen für die BesucherInnen für Fragen bereit und wollen einfach so ein bisschen zur Diskussion anleiten. Zusätzlich gibt es noch unseren Captain und einen Steuermann. Das heißt, wir sind insgesamt immer zu 6 hier an Bord. Es ist insofern total schön, dass man so eine kleine, aber feine Gemeinschaft ist, sehr eingeschworen und weiß sich da sehr zu helfen, unterstützt sich gegenseitig. Wir probieren da möglichst gut zusammenzuarbeiten und ja, es ist einfach mal eine ganz, ganz andere Art an Tätigkeit. Ich bin im normalen Leben auch nur ein normaler Studierender und es ist durchaus mal was anderes als, im Café zu jobben oder was ganz, ganz anderes zu tun. In dieser Woche zeigte das Stadtwerke Sommerkino den Kultfilm Bang Boom Bang, ein todsicheres Ding, der auch nach 25 Jahren nichts von seiner Faszination verloren hat.
Stargast Ralf Richter, bekannt als Kalle Grabowski, lockte zahlreiche Fans an. Die besondere Atmosphäre im Landschaftspark Duisburg-Nord und das Auftreten des legendären Schauspielers machten diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Bang Boom Bang, ein todsicheres Ding, feiert auch nach 25 Jahren Kultstatus. Das konnte man auch gestern im Stadtwerke Sommerkino deutlich sehen. Viele Zuschauer kommen wegen des Films, vor allem aber auch wegen Ralf Richter. Seine legendäre Paraderolle als Kalle Grabowski lässt Fans Schlange stehen für Selfies und Autogramme. Die Beliebtheit scheint jedes Jahr zu wachsen, meint er, denn der Film sei zeitlos. Ja, ziemlich zeitlos. Was den Film groß, viel ausmacht davon, ist diese totale Spielfreude, die man da erkennen kann. Und das hing daran, damit zusammen, dass der Peter Torwart ein hervorragender Regisseur ist, wenn er will, ne? Und mit Menschen einfach sehr gut umgehen kann. Und das hat die Menschen so gepusht, ne? Ich hatte mal das Gefühl, so, ja, ich habe das jetzt nicht mitgeschrieben, aber ich soll jetzt die lustigste Rolle spielen. Und dann wollte ich ihn ja auch verblüffen irgendwie, ne? Das war's vom Studio 47 Wochen Update. Viele weitere Themen, News und Geschichten gibt's auf unserer Website und natürlich in unserem TV-Programm täglich 24 Stunden aus der Region. Schönes Wochenende, wir sehen uns.